Heute haben wir vier Themen und die erste Thema werden wir aufmachen die Köpfe. Okay? Nach ein Jahr ohne Sport eine sehr sehr wichtige Regel ist wir müssen langsam ein neues Starten machen. Okay? So, erstes Thema, alles Übungen wird langsam, okay? Und wir werden Stretching machen und wir werden das machen für alles Körper, für die ganze Körper. Okay? Okay. Erste Übung ist für Hüft, okay? Und wir werden ein bisschen öffnen die Hüfte. Okay? So, erste Position. Du musst am Bade gehen. Und du musst ab wie das bleiben. Ihr zwei Knie muss mit 90 Degrees. Degree? 90 Grad. Hüfte 90 Grad hoch und die andere Knie gleich. Mhm. Okay? Und du musst von links bis rechts gehen und nur ihr Ferse, nur diese Ferse muss bleiben am Bade. Okay? Und du musst von links bis rechts gehen, okay? Und am Ende, du musst diese Grad, diese 90 Grad haben, okay? So, auf geht's, fünfmal rechts und links, du musst das machen, okay? Allez, auf geht's, langsam. Am Anfang mit Ende am Bade und dann wir werden ein bisschen mehr kompliziert machen. Ja, perfekt. 19 Grad. Okay, langsam. Nach einer Woche ohne Sport, das ist ein bisschen manchmal schwer, aber wir werden machen das, um zu öffnen, die Hüfte. Wenn es passt, du kannst gleich machen, aber ohne Ende am Bade. Und es wird ein bisschen schwieriger für ihr Hüfte. Das ist normal. Voilà, langsam. 90 Grad immer, das ist perfekt, Dani. Manu, gleich, das ist perfekt, gut. Ja, und dein Rücken immer recht. Okay, die letzte. Perfekt. Okay. Jetzt wir werden eine andere Übung machen. Diese Übung heißt Scorpion Position. Okay. Du musst ihr Bauch am Bade, du musst liegen wie das, okay? Du musst, ja, perfekt, Dani, deine Arme, genau. Okay, öffnen. Und dann, sie müssen ihr links Fuß nach ihr rechts Hand gehen. Langsam. Kleine Bewegung und dann gleich am anderen Seite. Okay. Langsam, kleine Bewegung. Wir werden fünfmal das machen. Okay. Und nächste Runde, ich möchte eine große Bewegung. So, du musst ja in der
nahe von deinem Ende gehen. Okay, Rafa, ich erkläre fast gut. Ja, ist sehr gut. Keine Leute etwas schreiben am Chat? Bisher noch keine Fragen, aber gerne jederzeit einfach stellen. Ja. Hey. Noch einmal ein großes Ja, perfekt, Manu. Letzte. Ja, fast Dani auch gut. Ja. Und das bleibt wie das, Manu. Normalerweise fühlst du Stretching hier. Ja. Das ist die ganze Muskulatur. Okay, perfekt. Wir werden die fast gleiche Position, aber am Rücken. Das ist die Schildkrottposition. Und okay. Und dann, Sie müssen gleich machen, wie das und kleine Bewegung am wenn du am Anfang und dann ein bisschen großer Bewegung. Ja, perfekt. Und in dieser Position, du musst fühlen, dass sie stretchen diese interne Muskulatur, die ganze Muskulatur. Muskulatur? Mhm. Muskulatur. Passt? Non. Okay, next mal in der Nähe von deinem Ende. Ein bisschen Blockade. Ein Jahr kein Sport. Ah ja, ein Jahr. Darum, wir müssen langsam starten. Das ist sehr, sehr wichtig. Nächste Woche werden wir mehr Dynamik Übungen machen. So langsam heute. Am Ende, es wird ein bisschen mehr Dynamik. Es wird ein bisschen mehr schwieriger. Sie werden sehen. Und nächste Woche, es wird schwieriger. Okay, perfekt. Wir haben drei Positionen machen. Wir werden zwei mehr für Stretching, für Rücken. Wir werden die Katzenposition machen. So, am Knie und ein Ende. Okay, perfekt. Und Sie müssen Ihr Rücken drinnen und draußen machen. Ja, hoch und, was ist das, Rafa? Hoch runter. Und hoch und runter. Ja, perfekt. Und während Sie das machen, wenn Ihr Rücken ist oben, nach oben, Sie müssen Ihr Luft draußen machen. Mhm. Und dann Luft drinnen. Wie das. Ja, perfekt. Gleich fünfmal. Langsam, kleine Bewegung am Anfang. Zwei mehr mit großer Bewegung. Ja, gut, Dani. Noch einmal. Und perfekt. Letzte Position für Stretching. Das ist die Lederposition. Wir werden
Die Rücken stretchen. Geradeaus. Links und rechts. Okay? Erste. Deine Hüfte. Ja. An ihr Fuß. Genau, mit dem Gesäß bis an die Fersen rangehen. Ja. Und dann mit den Händen, sie müssen geradeaus gehen. Und sie werden fühlen, dass sie strechen ihr Rücken. Okay. Bleiben sie wie das 10 Sekunden. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jetzt, sie müssen nach links gehen. Ein bisschen links. Ja, perfekt. Und sie fühlen, ja, das ist schönes Stretching für ihr. Gleich 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und jetzt am rechts. Langsam, das ist perfekt. Dani, Manu, super. Fünf, vier, zwei, eins, okay. Ja, Sie können zurückkommen. Okay, Manu. Okay, super. Das war unser erstes Thema, Stretching. Jetzt, wir werden der zweite Thema anfangen. Wir haben ein bisschen Stretching machen und jetzt wir müssen ein bisschen stärker sein. Wir haben fast gar nicht gemacht während ein Jahr. So, wir haben fragile Zone im Körper. So, wir müssen ein bisschen stärker sein vor Sport anfangen. Okay? Erste Übungen wird für Hüfte, für Adduktor und Abduktor. Kannst du eine Handtuch nehmen, Manu, und für Dani auch, und ein Elastik. Wir brauchen ein Handtuch und ein Elastik. Und wir werden zwei Übungen machen. Erste für Adduktor, sie müssen die Handtuch zwischen ihr Knie. Ja. Perfekt. Okay. Und wie das? Sie müssen das machen. Genau, die Knie zusammenpressen. Ja. Das, wir werden das 10 Mal machen. Und die andere, für die andere Seite, sie müssen die Elastik hier tragen. Perfekt. Und dann, sie müssen laufen wie das. Ich glaube, bei der Übung ist es doch wichtig zu erwähnen, dass die Knie nach vorne gerichtet bleiben müssen, ja, und man nicht anfängt. Wie das. Genau. Klar, ja. Ja, gut, Danny. Okay. So, wir werden das zweimal machen. 10 Mal drinnen, 10 Mal draußen und das, wir werden 2 Runden machen. Das ist sehr wichtig, um die Hüfte zu stabilisieren. Ja. Ja, wie das. Wir werden anfangen langsam, nicht zu stark. Okay, die 5 erste Mal nicht so stark und dann 5 mehr Mal, aber stärker. Okay? Okay? Allez, Herz 1. Okay, relax. 2. Mal. Push. Okay. 3. Drinnen. Und relax. 4. Drinnen. Et relax.
5. Okay, jetzt ein bisschen starker. Allez, auf geht's. 6. Starker. Und relax. 7. Und relax. Perfekt. 8. Relax. 9. Relax. Und letzte 10. Okay, relax. Direkt. Sie müssen Ihr Elastik nehmen. Und wir werden 10 Mal machen. 2 am links, 2 am rechts. Und wir machen das 10 Mal. Allez. 1. Ja, große Bewegung und Kontrolle. Vier, fünf, ja. Allez, grosseur Bewegung. Sieben, acht, neun, und letzte, zehn. Okay, das ist erste Runde, zweite. Sie müssen Ihr Handtuch nehmen. Und noch einmal gleich, aber ein bisschen starker machen. Allez, auf geht's. Allez, Knie drinnen, 1. Und relax. 2. Und relax. 3. Und relax. 4. Allez, drinnen, push, und relax. 5. Und relax. 6. Ok. 7. Ok. 8. Allez, auf geht's. 2 mal mehr. Relax. 9. Ok. Und letzte 10. Allez, auf, drinnen. Ok, perfekt. Elastik. Und wir machen gleich, aber Sie müssen größer laufen machen. Laufen, Rafa? Größere Schritte. Dankeschön. Allez. Allez. 1. Groß. Ja. 2. 3. Yeah, perfekt, Danny. Wie Danny, das ist perfekt. 4. Manuor. Du bist schön. Du bist gut. Du bist gut. 6. 7. Ja. 8. 2 mal mehr. Okay, perfekt. Hüfte ist bereit. Jetzt wir werden Schulter machen. Schulter ist eine gefährliche Zone für Tischtennisspieler. So, das ist sehr wichtig, um das zu trainieren. So, Sie müssen ein Elastik nehmen. Das wird ein bisschen zu stark, ich denke. Und wir werden 2 Übungen machen. Die erste 1, wie du, vielleicht nur mit einem Elastik. Sie müssen Ihr Schulter intern und ein bisschen, Rafa, nach unten. Runter, nach unten. Runter, so intern und runter bleiben. Und wie das, Sie müssen das machen. Und zurück. Aber zurück nur mit ihr Ende. Ich werde ein Beispiel. Okay. Ich muss das machen und wenn ich zurück, mein Schulter muss nicht bewegen. Okay? Wenn ich mache das, das ist nicht gut. Ich muss immer wie das machen. Bleiben. Okay? Und zurück. Okay? Wir werden 10 Mal wie das machen. Okay, allez, auf, 1, und zurück, 2, Manu, kannst du zählen? 3,
4, 5, 6, ich bin zurück, das ist direkt, live. 8, yeah, super, allez, oft. 9 und 10. Super. Dein Deutsch ist okay. Ja, gut, ist okay, ist okay, ist okay. Zweite Übungen, das ist, wie man sagt in Deutsch, Bird. Vogel. Vogel. Übungen. Übung. Sie müssen die das machen mit ihr Rücken stark. Okay? Und Sie müssen die Elastik nehmen wie das. Und Sie müssen das machen und zurück. Stretch und zurück. Okay? Und gleich 10 Mal. Okay. Dein Rücken. Ja, yeah, perfekt. Und stretch und zurück. Das ist ein bisschen zu stark. So ein bisschen, ja. Elastik, ja, hier und zurück. 10 Mal, gleich. Sie können sehen, Rücken ist perfekt. Ja. Sie müssen fühlen am intern seine Scapula. Schulterplatte fühlen. Hier. Diese Muskel arbeiten. Ja, das ist schön. Okay. Allez, 7. Dreimal mehr. Ein bisschen stärker. Allez. 8. Super. 9. Allez, 9 mal. Tac. Perfekt. Okay, super. Zweite Runde. So, zurück. Für diese erste Übung. Schulter intern, runter und dann 10 Mal. Und Sie können ein bisschen stärker das machen. Okay? Mhm. Allez, auf geht's. 10 Mal. Allez, stark und Schulter muss nicht bleiben. Muss nicht bewegen. Darf sich nicht bewegen. Ah, dein Deutsch, ja. Ist ein bisschen mehr als okay. Ja, super. Allez. 5. Dein Ellenbogen muss nicht bewegen. Nicht, nein. Move. Ja. Allez, dreimal mehr. Allez. 8. Dein Öft höher. Gut. Allez, letzte 1. Stark. Okay. Ein Vogel Übung. Allez, 10 Mal gleich. Allez, war gleich, aber ein bisschen stärker. Ja, super. Manu, du kannst Luft. Ich kann atmen? Ja, okay. Ja, ja, du kannst. Schulter intern, immer intern. Das ist eine anatomische Position und das ist sicher für ihr Gelenk, für ihr Schulter. 8. 2 mehr. 9. Letzte. 10. Ok, perfekt. Wir haben Hüfte arbeiten, Schulter arbeiten, wir werden Fußgelenk arbeiten jetzt. Sie müssen einen Ball und einen Schläger nehmen. Es wird ein bisschen schwieriger. Und jetzt, Sie müssen
13 Sekunden am Fuß bleiben, aber ohne Fernseh. Nur auf dem Fußballen. Ja, ja, gut, Benny. Und wie das machen, nur am einen Fuß, mit deinem Ball am Schläger, okay? Und sie müssen 13 Sekunden wie das bleiben, und dann, sie müssen das machen. Phase nach unten. Okay, und 13 Sekunden mehr wie das bleiben, okay? So, es wird eine Minute zusammen. Und sie müssen zählen, wie viel Mal die Balle war draußen, war am Boden. Okay? 13 Sekunden plus 13 Sekunden. Okay? 2, 1, allez, auf geht's. Hop, 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 hop. Ein Fehler. 1, 0. Ja, perfekt. Oi, 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 oi. Du hast keinen Sport gemacht, hein, für ein Jahr. Hein? Nein. Danny, perfekt. Danny war Maschine. 20 Sekunden. 3 Fehler für Manu, 0 für Danny. 3, 2, 1. Allez, ganze Fuß am Bade. 4 oder 5 Fehler? 7. 7, oh la la, Katastrophe. Aber Manu, das ist Danny, das ist perfekt. Super. Wenn es zu einfach wie Dani, sie können ihr End wie das bleiben und mit einem Auge wie das, Rafa. Ein Auge schließen. Dankeschön. Okay, stopp. 1 Minute, das ist perfekt. Keine Fehler und 7 Fehler. Ein Satz, null Zeit. Okay? Zweiter Satz, andere beide. Sehr gut, schwacher Fuß jetzt bei mir. Ja, bei mir auch. Ja? Bei, aber auch. Ja. Bei sie auch. Okay? 2, 1, auf geht's. Und Sie werden fühlen, Ihr Fußgelenk wird einmischen. Feuer fühlen. Okay, das ist normal. Sie arbeiten. Das ist gut. Oh, keine Fehler. Ja, das war einmal. Einmal, 1-1. Zwei Fehler, 1 Fehler. Aber es ist schon 50 Sekunden, ne? 2, 1. Okay, ganze Fuß am Bade. 4 Fehler, 2 Fehler. Ja, sicher, gut. Ah, Entschuldigung. Non, but, wenn es einfach ist, für du, für dich. Ah, besser so, hein? Hein? Ja, besser wie das. 5 Sekunden, 3, 2, 1, okay. 4 Fehler, das war besser, und 2 Fehler. Manu, 2, 0. Sie können am Chat schreiben, wie viele Fehler haben Sie gemacht. Sind Sie besser als Manu oder Dani? Ja, ich denke, das ist sicher. Okay, perfekt. Wir werden die dritte Thema anfangen. Das ist Bohr-Thema, Rafa? Bohr-Thema? Okay. Bohr und stabil. Übungen, wir werden machen. Okay. Erster Exercise. Manu und Dani werden wir zusammen arbeiten. Mhm. Eins wird die Plank machen mit einer Rakete. Die andere muss 6 Sit-ups machen. Okay, du fängst mit der Plank und
du anfängst mit Sit-ups machen. So, du musst 6 Sit-ups machen, du musst bleiben mit Plank und mit deinen Ballen am Schläger. Und dein, ja, dein Arm hoch. Okay. Wenn du bist fertig, du musst Plank machen und Manu wird Sit-ups machen. Wenn wir allein sind, sie können to choose. Aussuchen. Sie können Team Manu oder Team Danny aussuchen. Und sie können folgen Danny oder Manu. Okay? Wie du willst, alors. Okay? Für Sit-ups, sie müssen immer ihr Bauch drinnen bleiben, wie das. Okay? Immer und langsam. Wenn sie machen schnell, das ist ein bisschen nicht sicher für ihr Rücken. So, okay? So, Bauch drinnen und langsam. Wie Dani, ihr fährt ein bisschen wie das, okay? Und du musst ihr Arm, voilà, wie das, und du musst hoch gehen und zurück gehen. Okay? Du musst 2 Sekunden bleiben, hoch und zurück und dann direkt noch einmal. 6 Mal wie das. Und Manu, du musst nicht, du musst bleiben mit Plank, okay? Mit deinem Ball am Rack, am Schläger. Okay? Ich versuche es. Und wir werden 2 Runden wie das machen. Okay? Ich hoffe, sie haben ihr Team. Team Manu, Team Danny. Wir fangen in 2 Sekunden an. 2, 1, auf geht's. So 6 Mal. 1, 2 und zurück. Perfekt. Okay, das ist wichtiger. Ihr Hüft muss in der Mitte bleiben. Wenn es ein bisschen zu gefährlich ist, zu schwer ist, wie für Manu, sie können ihr Fuß zusammen? Nein, die weiter auseinander. Fertig. Hop, voilà. Okay, wechsel. Wenn Sie machen Plank, wie das, das ist ein bisschen mehr schwer. Wie das, das wird einfach. Wie Dani, ihr Hüft muss ein bisschen hoch bleiben. Okay? Nicht wie das. Wenn Sie wie das bleiben, das ist Ihr Rücken wird wie das Hohlkreuz. Das ist ein bisschen gefährlich. Mhm. So, Sie müssen Ihr Hüft ein bisschen höher. Okay. Allez, 2. Runde. So, Manu. Change. Yeah. Wechsel und dein Open. Dein Fuß ein bisschen mehr. Weg. Mehr weg. Weg. Mehr. Weiter auseinander. Ja. Noch weiter. Ja. Okay. Und tack. Und deine Hüfte ein bisschen höher. Ja. Okay, ist einfach. Aber du bist ein bisschen. Ja, wie das. In der Mitte. Super. Ja. Wie Danny, wenn sie machen Sit-ups, ihr Bauch muss immer drinnen bleiben. Wie viel? Fertig. So, draußen. Non. Wechsel. Wechsel. Allez. So, Bord drinnen. Tac. Ja, gleich. Ihr Bein ein bisschen mehr weg. Und ja, super. Ein bisschen höher. Ich möchte nicht ihr eine. Ja. Durch ist nicht einfach.
Mein Übungen nicht so einfach, aber Deutsch ist ein bisschen schwieriger. Wie viel Menü? Sechs. Okay, ein bisschen Pause. Sie können ein bisschen trinken. Und dann wir werden die zweite Übung für Bord machen. Auch von vorhin hat man noch aus den, von den Zuschauern einmal 4 Fehler und einmal 12 Fehler gekriegt. Ah, danke Philipp. Tatsächlich war es nicht Philipp. David. David war es mit 4 Fehlern. Hey, hey David, auf geht's. Jetzt werden wir die Seite, no. Seitlichen Bauchmuskeln. Ja. Ja. So, wir werden fast gleich machen. Ein Dynamikübung und ein Plank. Okay? Plank wird wie das. Sie können alles können, könnt diese Position. Und dann die andere, Dani. Du wirst ein Beispiel machen. Du musst deinen Rücken am Bade, ja, wie das. Dein Bein höher, hoch. Und du musst nach links, langsam, und dann rechts gehen. Okay. Und du musst ihr Luft draußen machen, wenn du zurückkommst. So, drinnen und Luft draußen jetzt. Okay? Okay, wir machen gleich 6 Mal, so 3 links, rechts und links, und hier, du musst bleiben mit die Bälle am Schläger. Ja, okay? Links. Und 2 Runden. Und mit rechts? Ich bin Rechtshänder. Okay, allez, auf geht's. 2 Runden wie das. Team Danny, Team Menü. Wenn es ein bisschen zu gefährlich ist, hier, Sie können Ihr Bein wie das machen. Aber das ist nicht so schwer. Du kannst deine Beine wie das machen. Und für Team Manu, wenn es ein bisschen zu einfach ist, nein. Du kannst dein Bein hoch bleiben. Okay, Wechsel. Wie viele Fehler? Jetzt einen, aber der zählt einen. Okay, ein passt. Allez, Wechsel. So, oder? Tack. Nein, links. Dein Hüft ein bisschen höher. Perfekt. Ja. Aha, eins. In Luft draußen. Wenn du 2. Oh ja! Vielleicht das wird erster Satz für Manu. Du wirst deinen ersten Satz gewinnen, Manu. Okay. Okay, Wechsel. Und Sie müssen die andere Seite machen. So, für Team Manu. Andere Seite. Yeah, perfekt. Oh. Ja, perfekt. Deine Hüfte höher. Perfekt, Danny. Du musst nicht mit deinen Händen helfen, ne? Ich? Ja, ich schaue. Niemals, nein. Ich schaue. Wahnsinn. Achtung, Manu. Ja, und Luft. Yeah, draußen, perfekt. 6, okay, Wechsel. Keine Fehler. Oh nein. Warte ganz kurz. Ja! Okay. Das wird ein Satz für dich. Allez, letzte 6 Mal für Team Menu. Ja, Danny. Super. Diese Seite ist ein bisschen einfacher für dich. Hein? Ja. So du kannst dein Bein hören. Ja, das ist schwer.
Das ist schwieriger. Ich mag, wenn es schwieriger ist. Ich hoffe, kein Spieler ist okay. Intern sein Computer jetzt. Also ich habe vorhin Chan gesehen im Chat. Ah, ja, ja. Bravo. Okay. Erste Zeit für Manu. 2, 1. Okay. Wir werden in diesem Thema machen für Rücken. Okay. Wir werden 2 Übungen machen. Die müssen Wasser nehmen. Nicht um das zu trinken, aber um starke Übungen machen. Das ist ein bisschen wie Folgeübung. Sie müssen am Bord liegen und dann Sie müssen Ihr Arm hochgehen und zurück. Hochgehen und zurück. Das ist die Dynamikübung. Die andere Übung, so Manu, du wirst die Statikübung machen. Okay. Du musst am Rücken gehen. Okay. Dein Fernseher am Bade. Okay. Wie das. Dein Hüfte höher. Und du musst wie das bleiben mit dem Wasser. Und wie oft muss ich wiederholen? Gleich 6 Mal, okay. Langsam. Mhm. Und ein bisschen höher. Voilà. Und perfekt. Okay. Wenn es zu einfach ist, Sie können ein Elastik nehmen und du musst oft daily. Okay? Fertig. Okay. So, wechseln. Allez. Ja, perfekt. Ja, langsam, nicht zu hoch. Und nächstes Mal, du kannst ein Elastik nehmen und dann du kannst dein Knie öffnen. Mhm. So. Mhm. Wie das. Und du musst bleiben wie das. Das ist perfekt. Fertig. Okay, allez. Wechsel. Noch eine Runde. Ja, das ist ein starkes Elastik. Das mag ich. Allez. Jetzt. 6 Mal langsam für Team Dani. Entschuldigung. Bist du. Wir machen nochmal. Nein, nein, wir machen. Einfach nur vergessen. Deine Knie. Öffnen. Ich mache Excel. Bonus. Ja, gut. Du brauchst. Okay, wechsel Manu. Und letzte Mal. Tac, tac. Okay, du musst wie das bleiben. Nicht zu hoch. Nur ein bisschen, ja. Und so. Und du arbeitest hier. Tak, das ist gut. Okay. Okay, super. Eine kleine Pause, du kannst trinken und dann werden wir die letzte Thema machen, das wird
schwieriger, das wird ein bisschen, das wird, es wird eine Übung für Herz, okay, und die ganze Körper. Das wird ein bisschen mehr dynamisch. Und nächste Woche werden wir mit dieser neue Übung anfangen. Okay, so nach Hause, du kannst trainieren diese Woche. Okay, wir werden vier Übungen machen. Erste eins, das ist Seite laufen. Okay, 3 Meter. Von hier, 1, 2, 3, bis hier, okay? So, erste Übung ist Side Step, 3 Meter und zurück, das ist Herz. Zweite, das ist Sit-Ups, wir haben schon das gemacht, Sit-Ups, einmal und zurück. Herz, Side Step, 2, Sit-ups. 3, das ist geradeaus Step, wie das und zurück. Und mit die andere Bein. Das und zurück. Wie heißt das? Ausfallschritt. Dankeschön. Und letzte Übung, das ist Push-ups. Okay? Tock and tock. So, das ist unsere 4 Übungen. Und wir werden 3 Minuten das machen und sie müssen in 3 Minuten viele Runde machen. Erste Runde, sie müssen ein Side Step machen, ein Sit-Up machen, ein geradeaus Step machen und ein Push-Ups. Zweite Runde, sie müssen 2-mal Side-Step machen, 2 Sit-Ups machen, 2 Geradeaus-Step machen und 2. Dritte Runde, 3. Und wie das, wären 3 Minuten. Okay? Side-Steps einmal nach vorne und zurück? Ja, zurück, immer. Immer eine Runde. Okay. Und das ist, ja. Eins ist, du musst gehen und zurück. Das ist eins. 2-mal ist 1 und 2. Okay. Ausfallschritt ja. Auf. Ja. Jede Seite. Das ist eins ja. Mit die beide. Und 2, du musst 2-mal. Okay. Okay, nach Hause, okay. So, das wird ein bisschen schwieriger. 3 Minuten wie das. Und Sie müssen zählen, wie viele Runde haben Sie nach Hause, zu Hause? Zu Hause gemacht. Fängst du mit Zeit dazu? Nicht gleichzeitig. Erst durch zwei Step. Ja, aber nicht beide. Gleichzeitig. Doch, ich und Manu, gleichzeitig. Ja, gleich. Sie müssen beide gleich. Übungen gleich. Ja, gleich. Ich will nur nicht, dass wir uns umrechnen. Nein, eins vor und eins hinter. Okay. Okay? Okay. Und das ist ein Race. Rennen. Ach, rennen. So, Sie müssen sehr schnell gehen. Okay? 3 Minuten ohne, und dann das ist die Ende. Ohne Pause, 3 Minuten voll. Voll. Vollgas. Vollgas. Okay? Sit-up. Allez, auf geht's. 2, 1. Jetzt! Bis hier, Dani! 3 Meter! Allez, und zurück. Wittisch Tennis-Spieler. Okay, einmal. Okay, geradeaus Step. Einmal links, einmal links. Push-ups, einmal. Das ist eine erste Runde. Und dann? Nur für das Protokoll, ich habe auf die Kappe drin. Dann ist schneller. Allez, ja. 2-mal. 1, 2. Ja, Manu, 2-mal. Allez. 2-mal geradeaus Step. 1, 2, okay, Push-up, 2-mal, allez. Ja, 2-mal.
40 Sekunden. Ja, zwei. Okay, jetzt. Dritte Runde, so dreimal alles. Allez. Allez, das ist ein französisches Wort. Auf geht's. Muss ich sagen. So viermal. Ja. Jetzt, Dani hat zwei Sätze gewonnen und Manu eins. Push-ups, viermal. Allez, auf geht's. Das ist fast halb. Das ist 1:30. Allez, fünfmal. Ich hoffe, zu Hause, sie sind schneller als. Hey, sechs Mann. Allez, auf geht's. Fast 2 Minuten. Auf geht's. 2 Minuten, yes. Auf geht's. Letzte Minute, letzte Minute. Gleicher Rhythmus. Oh, putain. Entschuldigung. Das kenne ich, diese Worte. Sechs Mal. Wenn es ein bisschen zu schwer ist, Sie können am Knie machen oder Sie können eine Pause machen. Hey, letzte 15 Sekunden. Allez! Auf geht's, allez, come on! 10! Allez, 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 full gas, full gas! 3, 2, 1, ok, good! Manu, sorry, aber Dani hat 2 sit-ups mehr als du gemacht. So, heute 3 Sätze für Dani. Eins für Manu. Super, Dani. Vielen Dank zusammen. Vielen Dank. Ich hoffe, das war schön für Sie zu Hause. Rafa, haben wir Fragen? Leider keine. Okay. Sonst sind noch ein tot. Paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Eventuell, wenn noch Fragen sind, können die auch gerne jetzt noch gestellt werden. Wir sind noch ein bisschen da, aber nicht mehr lang. So. Okay, Dani und Manu, Sie können hier bleiben. Sie können ein bisschen Stretching machen. Ja. Das wird gut. Nach diesem ersten Mal, nach einem Jahr ohne Sport, das ist schwer. So, Sie waren sehr gut. Vielleicht morgen werden Sie ein bisschen Schmerz haben, Muskelschmerz, aber das ist normal. Das ist gut. Das ist gut Schmerz. Manu, Rafa, was machen wir jetzt? Ja, eigentlich können wir jetzt gar nicht mehr so viel machen. Ich glaube, so viele Fragen wird es jetzt heute auch gar nicht geben. Ich denke mal, nächstes Mal wird es ein bisschen mehr sein. Ansonsten, ja, genau. Wichtig halt, wie du schon gesagt hast, stretchen, dass man sich nicht verletzt, gleich beim ersten Mal. Und sonst, da haben wir tatsächlich sogar eine Frage. Ja, ich. Kannst du lesen oder soll ich es vorlesen? Ich kann lesen, aber ich brauche deine Hilfe, Rafa. Wie häufig in der Woche sollte man so eine Einheit machen, also ohne Tischtennis? So, the question is, how many times a week should you do this exercise without table tennis? Zweimal, das ist gut. Drei, das ist super. So, ein Tag Arbeit mit diesen Übungen.
und eine Tage Pause. Okay. So zwei oder drei. Drei ist das ist sehr gut. Aber zweimal Minimum. Und nächste Woche, wir werden mit diesem Circuit ja, doch. Rennen anfangen. Und das ist ein bisschen schwer. So, ja, zweimal vor diesem nächsten Mal, das wird gut. Genau, dass man ein bisschen vorbereitet ist und nichts mehr bis dahin, also ja. nicht nichts mehr bis dahin gemacht hat. So, Deutsch ist ja auch für mich schwierig. Gut. Hat Spaß gemacht, danke. Danke. Uns auch? Hat uns auch Spaß gemacht, genau. Ja. Gut, ich glaube. Wie war mein Deutsch? Sie können ein bisschen schreiben. Wie war mein Deutsch? Und wie waren Dani und Manu? Wer war besser? Ist okay für mich. Ich kann die Wahrheit vertragen. Ich nicht. Dein Französisch ist gut. Ist gut, ja? Ist gut. Aber ich lerne vom Besten. Ah, ja, ja. So. Es hat natürlich alles ein kleines bisschen Verzögerung, bis die Leute dann uns sehen und dann ihre Antwort geschrieben haben. Deswegen dauert es immer ein bisschen, bis es ankommt bei uns. Da müssen wir jetzt ein klein wenig überbrücken, aber das geht schon. Und das ist nicht einfach um schreiben, wenn Leute sind müde. Genau. Ist müde. Alle erschöpft und am Zittern und ja, treffen die Tasten gar nicht. Sehr gut. Deutsch kannst du noch ein bisschen üben, Mika. Ja? Schreibt Philipp. Philipp, ah, okay. So, ich habe eine News-Nachricht. Ich habe eine Nachricht. Philipp, nächste Woche das ist mein du wirst Video, ja? Hier bleiben. Dein Deutsch? Das ist mein Geschenk. Manu hat so viel Pizza gegessen. Von Charles. Philipp, macht, macht sich beliebt. Ja, das letzte ist jetzt nächstes Mal. Ja, Danny war viel ja besser. Ja. Dreiseits, einseits. Ja. Danke, Philipp. Ja, wir haben das gesehen. Okay, gut. Ich glaube, im Großen und Ganzen wird jetzt nicht mehr so viel kommen. Du winnest Mika. Ja, von Chris. Danke, Chris. Gut, ich glaube, eigentlich guter Zeitpunkt. Soweit sind die beiden ja jetzt gestretched auch. Große Fragen gab es ja nicht. Dann sehen wir uns eigentlich dann heute in einer Woche, ist es ja, glaube ich, richtig? Ja. Heute in einer Woche zur gleichen Zeit dann wieder. Und wir würden uns natürlich freuen, alle wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin auf jeden Fall noch gute Zeit. Vielen Dank und vielen bis Dank dahin. Tschüss. Ciao.